Moin und hallo, mein Name ist Philipp. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Elektrozupf. Heute gehen wir der Frage nach, ist es eigentlich schlimm, dass ein Elektroauto im Winter nur 300 Kilometer Reichweite schafft? Ich hoffe, ihr seid schon gespannt. Lasst uns direkt loslegen. Kurze Antwort auf die Frage, nein, ist es natürlich nicht, wenn die Ladezeit entsprechend kurz ist. Und genau das wollen wir uns heute mal im Detail anschauen. Ich habe für euch eine Ladesession meines Tesla Model 3 2021 am V3 Supercharger aufgenommen und das gucken wir uns jetzt einmal kurz im Zeitraffer an. Die Messung startet bei 10% und wir sehen, dass der Ladestrom relativ schnell hochrammt. Von anfangs 129 kW auf dann ungefähr 165, 167 und von da aus steigert er sich dann nochmal langsam hoch. Jetzt sind wir hier schon bei 5 Minuten, haben 15 Kilowattstunden nachgeladen. Mittlerweile haben wir den Zenit der Ladeleistung schon überschritten, der war kurzzeitig bei 180 kW leicht drüber. Jetzt flacht die Kurve langsam wieder ab und zieht langsam runter. Allerdings sind wir immer noch bei 8-9 Minuten drin, ungefähr bei 150 kW. Das ist mehr als manch anderes Auto überhaupt maximal laden kann. Bei 12 Minuten haben wir dann in etwa die 50% wieder im Akku. Die Ladeleistung ist hier immer noch stark bei 115 Kilowatt. Die 15 Minuten nähern sich. Wir sind immer noch über 100 kW und haben jetzt 38 Kilowattstunden geladen. Und jetzt wird so langsam zäh, die 60% Akku sind überschritten und da geht die Leistung jetzt unter 100 kW. Minuten überschritten und wir sind auf der Zielgeraden. Über 70% im Akku, immer noch über 70 kW. Schauen wir uns das Ganze nochmal in einer kleinen Übersicht an. Die Ladekurve, die wir eben im Video gesehen haben. Wir sehen hier in Orange aufgetragen die Ladeleistung in Kilowatt. In Blau aufgetragen den Prozentstand des Akkus, also den State of Charge. Und in Grün die hereingeflossene Energie. Die Skala für den Akkuprozentstand und die Energie finden wir hier auf der rechten Seite. Die Ladeleistung ist auf der linken Seite aufgetragen. Ja, wir sehen, wie auch schon im Video zu beobachten war, einen rasanten Anstieg, das Hochrampen sozusagen. Und dann steigt es ungefähr bis 5 Minuten weiter bis zum Maximum, wo wir jetzt hier 180 kW erreicht haben. Wie gesagt, in einer anderen Ladesession habe ich auch schon mal 200 kW erreicht. Das ist jetzt hier sozusagen mal ein durchschnittlicher Wert, der von vielen Faktoren abhängt. Danach fängt die Ladeleistung an zu sinken. Und das war auch der Grund, warum ich immer bei den Versuchen, wo ich jetzt versucht habe, möglichst schnell voranzukommen, möglichst hohe Durchschnittsgeschwindigkeiten zu erreichen, immer nur bis 60% geladen habe, denn unter 60% Akku fällt dann die Ladeleistung auch unter 100 kW. Das ist ungefähr hier bei 16 Minuten, 16 Minuten 30. Ja, insgesamt sind hier reingeflossen 52 Kilowattstunden und die sind im Winter bei einer gemächlichen Fahrweise bis maximal 130 km/h ungefähr gut für 230 km Reichweite. Das kann im Sommer natürlich mehr sein, eher so bis 250 km. Bei zügiger Fahrweise mit 150 km/h beispielsweise sind es dann vielleicht eher 200 km. Aber ich denke, das ist trotzdem eine sehr gute Reichweite und auch eine gute Stoppzeit, wenn ich jetzt eine längere Distanz fahre von vielleicht 500, 550 oder vielleicht sogar bis 600 Kilometer, dann hier so einen Stopp einzubauen. Dann sagen wir mal ehrlich, 27 Minuten bringt man auf einer Raststätte auch relativ schnell um, wenn man da noch den einen oder anderen Gang zu erledigen hat. Erstaunlich ist hier auch, dass die Hälfte der geladenen Energie bereits nach 10 Minuten geladen wurde. Das sehen wir hier nochmal in der tabellarischen Ausführung.
Dort haben wir die 26 Kilowattstunden tatsächlich schon erreicht bei 44% Akkustand und eben hier nach 10 Minuten. Und das ist, glaube ich, eine Zeit, die man auch schnell mal mit einem Verbrenner an einer Raststätte verbringen würde. Lässt sich also durchaus vergleichen. Und immerhin müsst ihr euch dann vorstellen, dass ich hier auch in etwa 110, 120 Kilometer Reichweite dann nachgeladen habe. Das heißt, wenn ihr mit einem vollen Akku losgefahren seid, runter bis auf 10%, dann vielleicht schon 300 Kilometer hinter euch gebracht habt und noch 100 Kilometer fahren müsst, weil ihr einen 400 Kilometer Trip vor euch habt, dann habt ihr hier tatsächlich nur eine Stoppzeit von 10 Minuten dazwischen. Und ich finde, das kann sich absolut sehen lassen. Ja, alles in allem können wir hier an der Ladekurve eben nochmal sehen, dass, wenn man eben wirklich auf Geschwindigkeit aus ist, man sich eher in diesem Bereich hier von ungefähr 15 bis 16, 17 Minuten Stoppdauer ungefähr bewegen möchte. Wenn man aber sowieso vielleicht eine längere Pause macht, mit der Familie unterwegs ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall auch, hier die vollen 80% dann aufzuladen. Danach sinkt die Kurve noch weiter ab und dann geht unnötig viel Zeit verloren. Aber ich denke, so eine halbe Stunde Pause, die kann man tatsächlich auch bei einem längeren Trip mal unterbringen. Wenn ihr jetzt nicht an einem V3-Charger unterwegs seid oder vielleicht sehr viel Betrieb am Supercharger ist, sodass ihr nicht die volle Leistung bekommt, kann man sich vorstellen, dass hier ungefähr die Ladeleistung bei 140 kW bzw. 138 kW gekappt ist. Also das, was sich hier unter der Kurve befindet, wäre dann abgeschnitten. Das macht aber in Summe gar nicht viel aus, also für die Gesamtladeleistung oder die Durchschnittsladeleistung. Man wäre dann ungefähr für den gleichen Versuch hier von 10 bis 80%, dann würde ich sagen bei einer halben Stunde, also nicht wesentlich schlechter. Ja, und die durchschnittliche Ladeleistung oder was manch andere Leute und YouTuber vielleicht auch als Ladegeschwindigkeit bezeichnen, wir sind hier in dem Fall tatsächlich circa 114 kW. Ich habe hier circa gesagt, weil auch die Energie, die mir angezeigt wird im Auto, nicht mit Kommastelle angegeben ist, sondern nur als volle Prozentzahl. Und eigentlich waren die 52 kW hier schon nach 27 Minuten erreicht, 52 Kilowattstunden schon nach 27 Minuten erreicht. Das ging dann hier noch 20 Sekunden länger, bis ich auf 80% war. Das bedeutet also, eher waren es wahrscheinlich 52,5 Kilowattstunden, die hier reingeflossen sind. Streiten wir uns jetzt nicht um Kommazahlen, aber worauf ich hinaus will, ist, wir haben hier eine durchschnittliche Ladeleistung weit über 100 kW. Und ja, da müssen erstmal andere Autos rankommen. Ich glaube, abseits von einem Audi e-tron oder vielleicht einem Porsche Taycan findet sich da so schnell nichts. Das wollte ich euch nochmal zeigen und das ist auch genau der Grund, warum ich nochmal hier das Tesla Model 3 in der Long Range Version empfehlen möchte. Denn ich habe eine Kombination aus einem sehr effizienten Auto, was auch bei hohen Geschwindigkeiten noch effizient ist. Auch da verweise ich gern wieder auf den Audi e-tron, der vielleicht schneller laden kann, aber auch unwahrscheinlich viel mehr verbraucht. Also in derselben Zeit an Ladung weniger Reichweite schafft. Und hier haben wir eben beides. Wir haben ein effizientes Auto, was wenig verbraucht und eine sehr gute Ladeleistung hat. Wenn auch vielleicht nicht die beste Ladeleistung, aber immer noch eine sehr gute. Und deswegen ist das Tesla Model 3 in der realen Welt auf Langstrecken als Elektroauto unschlagbar. Ich nehme hier jede Herausforderung an. Wenn irgendwer mit einem anderen Auto mir das Gegenteil beweisen kann, Challenge accepted. Wir treffen uns, wir fahren dieselbe Distanz, machen dort ein oder mehrere Ladestops und dann schauen wir, wer schneller vorankommt. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr das schon gewusst habt oder ob hier neue Erkenntnisse für euch dabei waren, was das Thema Ladung angeht und vielleicht auch, was ihr in Zukunft gern für Videos sehen wollt. Weiterhin vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich plane immer noch das große 500 Abonnenten-Special. Da ist noch ein bisschen Luft in den Abos nach oben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Euer Philipp von Elektrozupf.